In diesem Video haben wir verschiedene Brucharten gegeben und müssen dazu die entsprechenden Felder ausmalen. Beginnen wir mit dem obersten Beispiel. Hier haben wir eine gemischte Zahl, ein Ganzes und 5 Neuntel. Und hier zwei Quadrate, die schon jeweils in 9 gleich große Teile unterteilt sind. Bei der gemischten Zahl können wir uns zuerst einmal das Ganze betrachten. Das Ganze ist ja in diesem Fall ein ganzes Quadrat, das wir ausmalen können. Und das sieht dann so aus. Und diese 5 Neuntel zeichnen wir in dieses Quadrat ein. Da die Quadrate ja schon in 9 gleich große Teile unterteilt sind, müssen wir hier nur 5 von diesen Feldern ausmalen. Und das sieht dann so aus. Und schon haben wir ein Ganzes und 5 Neuntel dargestellt. Wie würde denn diese gemischte Zahl als unechter Bruch aussehen? Dazu müssen wir uns überlegen, wie dieses Ganzes in Bruchschreibweise umgeschrieben werden kann. Nämlich in 9 Neuntel. Und diese 5 Neuntel addieren wir einfach dazu. Also 9 plus 5 ergeben 14. Also haben wir 14 Neuntel. Und das ist unser unechter Bruch. Im nächsten Beispiel haben wir 8 Drittel gegeben. Also einen unechten Bruch. Um diesen Bruch in diesen Dreiecken darzustellen, betrachten wir uns zuerst den Nenner. Der Nenner ist hier 3 und unsere Dreiecke sind ebenfalls in 3 gleich große Teile unterteilt. Im nächsten Schritt betrachten wir unseren Zähler. Das ist in dem Fall die 8. Das bedeutet, wir müssen insgesamt 8 Felder in diesen 3 Dreiecken ausmalen. Und schon haben wir 8 Drittel dargestellt. Und das sieht dann so aus. Probieren wir einmal diesen unechten Bruch als gemischte Zahl darzustellen. Da wir hier schon unsere Grafik haben, fällt es uns leicht, da wir nur unsere schon ganz ausgemalten Dreiecke abzählen können. In dem Fall sind es 2. Das bedeutet, wir haben schon einmal 2 Ganze. Und die Bruchzahl, die noch übrig ist, ist genau 2 Drittel. Also 2 Ganze und 2 Drittel. Im letzten Beispiel haben wir 3 Ganze und 5 Zwölftel gegeben, also eine gemischte Zahl. Diese gemischte Zahl wollen wir nun in diesen Sternen darstellen. Schauen wir uns einmal unsere natürliche Zahl an, die unsere Ganzen darstellt. Hier haben wir 3 stehen. Das bedeutet, 3 von diesen Sternen werden schon einmal vollständig ausgemalen. Und das sieht dann so aus. Nun haben wir schon einmal 3 Ganze dargestellt. Was ist nun mit diesen 5 Zwölftel? Betrachten wir uns einmal den Nenner. Hier steht die 12. Und wir haben hier im Stern auch genau 12 gleich große Teile. Und nun betrachten wir den Zähler. Das ist hier die 5. Das bedeutet, wir müssen hier 5 von diesen 12 gleich großen Teilen noch ausmalen und schon haben wir 3 Ganze und 5 Zwölftel dargestellt. Und das sieht dann so aus. Nun wollen wir diese gemischte Zahl noch in einen unechten Bruch umschreiben. Dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Der Nenner ist ja die 12, der bleibt ja gleich. Und entweder könnt ihr nun alle einzelnen Teile abzählen, die wir angemalt haben, oder wir überlegen uns einmal, was zunächst einmal ein Ganzes in Bruchdarstellung ist. In dem Fall ist ein Ganzes 12 Zwölftel.
Hier haben wir 3 Ganze, also können wir 3 mal 12 rechnen. Das sind schon einmal 36. Also haben wir hier schon einmal 36 Zwölftel. Und nun müssen wir hier diese 5 Zwölftel noch dazu rechnen zu den 36. Und das ergibt dann insgesamt 41 Zwölftel.